Ja, hallo Leute, ich bin der Stefan, 33 Jahre alt, gebürtig aus Duisburg, Polizist hauptberuflich und nebenbei MMA-Kämpfer. Meine erste Berührung im Kampfsport lässt sich eigentlich zurückführen auf meine Jugendtage. Mich hat das schon immer mehr interessiert als irgendwie Fußball oder andere Sportarten. Hab dann irgendwann in der Jugendzeit angefangen und bin immer dran geblieben. Und bis heute ist das meine große Leidenschaft und eigentlich mein größtes Hobby. Ja, wie bin ich auf Kampfsport gekommen? Im Grunde hatte ich damals einen Schulfreund, der mich mal mitgenommen hat zum Probetraining. Und von dem Moment an war ich einfach so begeistert von dem Sport, der Herausforderung und allem, was damit zusammenhängt, dass ich mir bis heute keinen anderen Weg in Sport vorstellen kann, den ich selber betreiben möchte. Nein, also damals muss man sagen, gab es ja eigentlich noch kein MMA in diesem Sinne. Meine Wurzeln liegen im Stand, im Kickboxen. Und als dann die MMA-Szene so ein bisschen aufblühte, auch gerade international, war ich natürlich ein Fan davon. Hat das aber selber eigentlich nie in Erwägung gezogen zu trainieren. Bis ich dann irgendwann auch durch Zufall mal eine Grappling-Class mitgemacht habe und dachte, oh, das macht auch Spaß. Und dann hat sich das so entwickelt. Ne? Das war dann einfach so ein Prozess irgendwie. Und mittlerweile ist MMA ja eine eigene Sportart im Grunde und für mich immer noch die beste Sportart und auch halt auch die ultimative Sportart im Kampfsportbereich, um sich zu messen. Ich habe natürlich, wie gesagt, in meiner Jugend habe ich Wettkampferfahrungen im Stand. Ja, natürlich habe ich in meiner Jugend auch dann irgendwann angefangen, das Ganze ein bisschen wettkampforientierter zu trainieren. Ich muss aber sagen, ich war lange Zeit nicht so wettkampfaffin. Ich habe immer trainiert und habe immer viel trainiert, aber mir hat das damals gereicht, einfach für mich selber zu trainieren, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich möchte doch mal auch mal wissen, wie gut bin ich im Vergleich zu anderen Kämpfern, zu anderen Leuten, die wirklich intensiv Kampfsport betreiben und trainieren. Also ich hatte nie eine wirkliche Hochwettkampfphase, das war mal mehr, mal weniger. Es gab auch einige Jahre, wo ich wirklich zwar trainiert habe, aber in keinster Weise irgendwie an einem Wettkampf teilgenommen habe, sei es beruflich bedingt oder halt auch verletzungsbedingt, gab es nie eine Phase, wo ich sage, von bis habe ich Wettkämpfe bestritten. Das Verhältnis zwischen Niederlagen und Siegen ist durchaus positiv. Also ich habe zum Glück mehr gewonnen als verloren, aber natürlich gehört Verlieren auch zum Sport dazu. Ist nicht schön, jeder will gewinnen, aber ist halt Teil davon. Dann habe ich letztendlich angefangen, MMA zu trainieren und habe dann auch irgendwann gesagt, jetzt muss ich doch mal gucken, wie es so ist, einen MMA-Kampf zu bestreiten. Und so fing das dann an. Wie sind meine Gedanken vor MMA-Kämpfen, insbesondere vor meinem ersten MMA-Kampf? Natürlich spielt man den Kampf hunderte Male im Kopf durch. Und ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass man sich nicht irgendwo ein bisschen in die Hose macht. Ja, das ist eine riesen Herausforderung. Man weiß, kann alles passieren. Man ist auf einer Bühne, man wird gesehen, man will natürlich gut performen, das ist mir immer das Wichtigste und natürlich will man auch gewinnen. Und keine Frage, vorher, also die Tage vorher sind nicht so angenehm, weil man sich ja viele Gedanken macht, aber ich war immer gut vorbereitet und darauf vertraue ich dann auch einfach. Und wenn es dann einmal losgeht, wenn ich im Cage stehe, dann macht man sich auch keine Gedanken mehr, dann reagiert man einfach und dann schaut man, was passiert. Wann bin ich MMA-Profi geworden? Ja, im Grunde letzten Monat erst, im Februar 23 habe ich dann hier auch bei GMC mein Profidebüt gefeiert. Bisher einen Profikampf, einen Profisieg eingefahren. Das war ja erst letzten Monat. Im Grunde bin ich danach direkt wieder ins Training eingestiegen, habe also eigentlich keine lange Pause gehabt und dachte mir, ich nutze die Chance und versuche so schnell wie möglich wieder in Cage zu kommen. Deswegen ist die Gelegenheit am 18.03. nochmal auf der Profibühne hoffentlich zu zeigen, was ich kann. Mein Gefühl, meinen ersten Profikampf auch noch vorzeitig erfolgreich absolviert zu haben, ist natürlich unbeschreiblich. Ne? Und ich frage mich vor dem Kampf immer, warum ich mir das antue. Und wenn ich dann gewinne oder wenn ich dieses Gefühl dann verspüre, dann weiß ich, wofür ich es mache. Das ist einfach ein Adrenalinrausch, den du mit ganz wenig vergleichen kannst. Und für die Momente macht man das halt. Ne? Letztendlich, klar, möchte jeder gewinnen. Es kann nur einer gewinnen. Wichtig ist mir, tue sich immer, dass ich einfach zufrieden mit meiner Leistung bin, gut performe, das Beste raushole aus meinen Möglichkeiten und dann möge halt der Bessere gewinnen. Das wird wahrscheinlich nicht immer ich sein, aber ich bemühe mich, dass es hoffentlich noch lange so hält. Habe ich noch direkte Worte an meinen Gegner?
Ja, ich freue mich einfach auf unseren Kampf. Ich hoffe, das wird ein spannendes Duell, was die Zuschauer begeistert. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Mein Name ist Stefan Heger. Ich kämpfe am 18. März hier in der GMC Arena bei GMC 33. Sichert euch eure Tickets bei ticketmaster.de.